Kommen wir nun zur Teilaufgabe G. Bestimmen Sie die Fläche unter den Kurven aus der Aufgabe F mit Hilfe der Integralrechnung. Jetzt geht es also darum, nicht grafisch zu integrieren, aber eben für eine konkrete Aufgabe mit konkreten Anfangsbedingungen, mit konkreten Werten auch zu rechnen. Auf geht's! Also, Bestimmung der Geschwindigkeit aus der Beschleunigung und Abhängigkeit von der Zeit mit Hilfe der Integralrechnung. So, ich merke gerade, ich bin schon ein bisschen müde. Da fange ich ein bisschen an zu lallen. Ich versuche mich zu konzentrieren. Also, was wir gegeben haben, ist die Beschleunigung. Die hatten wir bereits bestimmt mit 1,5 Meter pro Sekunde mal hoch 3 mal t hoch. Mal t, Punkt. Wobei das 1,5 Meter Sekunde hoch 3, das ist ja mein Wert k, der konstant ist. Und t ist 4 Sekunden. Anfangszeit t ist 0 Sekunden bis 4 Sekunden. Und wir haben gegeben, dass sie eine ungleichmäßig beschleunigte Bewegung mit linearen Beschleunigungszuwachs ist und gesucht ist. V für 4 Sekunden. Los geht's. Ich könnte jetzt direkt eigentlich jetzt wieder meine Ergebnisse aus der Integralrechnung in der Teilaufgabe davor nutzen. Ich würde es jetzt einfach aus Spaßgründen komplett nochmal machen. Für euch ist es vielleicht eine Wiederholung. Und bei dem einen oder anderen kommen jetzt schon bekannte Sachen vor. Okay, wir fangen an wieder mit der Definition der Beschleunigung. A ist gleich dv nach dt. Wir stellen das Ganze wieder nach dv um. Dv ist gleich a mal dt. Ohne Integralzeichen sieht das gar nicht richtig fertig aus. Die Anfangsgeschwindigkeit, und wir sollen ja direkt ausrechnen, können wir jetzt die Anfangsbedingungen genau betrachten. Die Anfangsgeschwindigkeit war 0, also kann ich jetzt hier unten auch als untere Grenze 0 einsetzen. Die Geschwindigkeit wollen wir herauskriegen am Ende des Vorganges. Dann bei dem dt, bei der Integral auf der rechten Seite. Der Integrant ist die Zeit. Diesmal muss ich also gucken, untere Grenze für die Zeit ist 0 Sekunden bis 4 Sekunden. Und meine Beschleunigung ist ja wieder eine Funktion der Zeit. Hier ist a von t gleich 1,5 Meter pro Sekunde hoch 3 mal t eingesetzt. Sekunde hoch 3 mal t dt von 0 bis 4 Sekunden. Jetzt geht's ans Integrieren. Hier habe ich die Konstante 1,5 Meter pro Sekunde hoch 3 bleibt erhalten. T integrieren ist 1,5 mal t Quadrat von den Grenzen von 0 bis 4 Sekunden. Vereinfachen und einsetzen. 1,5 mal 1,5 ist 1/4 Meter Sekunde hoch 3 mal 4 Sekunden zum Quadrat minus 1/4 Meter Sekunden hoch 3 mal 0 Sekunden zum Quadrat.
das fällt weg. Auf der linken Seite vereinfacht sich hier auch eine Menge. Und damit ist die Geschwindigkeit dann 4 Meter pro Sekunde. Und das ist natürlich die Geschwindigkeit nach 4 Sekunden. Und das passt auch mit dem Wert, den wir in der Aufgabe C berechnet haben. So, jetzt möchte ich also den zurückgelegten Weg bestimmen. Nach 4 Sekunden. Und jetzt habe ich mich ein bisschen in eine Sackgasse manövriert. Ich habe hier mit den eingesetzten Formeln gearbeitet und die auch eingesetzt. Ich kann also jetzt hier nicht weiter beim nächsten Mal, wenn ich integriere, diese 4 Meter pro Sekunde einsetzen, weil es ja keine Konstante ist, sondern eine Funktion von der Zeit. Also entweder, ich mache jetzt nochmal ganz kurz, dass ich das Integral allgemein nochmal löse. Ich könnte auch oben abschreiben, aber wäre irgendwie langweilig. Also ich setze hier ein, für k, die allgemeine Form ist ja a ist gleich k mal t, k ist konstant, bis 4 Sekunden. Nee, ich brauche das jetzt variabel, also lasse ich hier t stehen. V minus 0 ist gleich, hier habe ich 1/2 kt Quadrat in den Grenzen von 0 bis t. V ist dann 1/2 kt Quadrat und der Rest fällt weg. Okay, das ist jetzt allgemein. Würde ich jetzt hier zum Beispiel 4 Sekunden einsetzen und k, den Wert für k einsetzen, würde ich sofort auf das Ergebnis hier drüben kommen. Okay, jetzt kann ich weiterrechnen. Los geht's. 4 Sekunden. Ich fange jetzt an mit der Definition der momentanen Geschwindigkeit. V ist gleich ds nach dt, dann nach ds umstellen, ds ist gleich v mal dt, Integralzeichen dran. Hier habe ich die untere Grenze, sowas wie einen Anfangsweg. Der Anfangsweg ist in dieser Aufgabe 0, darum kann ich hier die untere Grenze mit 0 ansetzen. Der zurückgelegte Weg nach 4 Sekunden, den möchte ich herauskriegen. Und auf der rechten Seite vom Integral ist der Integrant die Zeit, t Anfangszeit ist 0 Sekunden und dann die Zeit eben für 4 Sekunden. So, hier muss ich jetzt genau meinen Ansatz für die Geschwindigkeit einsetzen. Die Geschwindigkeit ist nicht konstant, sondern eine Funktion der Zeit mit 1/2 k mal t Quadrat. Das ist die Formel. Und dafür musste ich jetzt da oben den Schritt nochmal machen, um die Formel schnell zu bekommen. So, linke Seite integriert, s minus 0 ist gleich rechte Seite. Ich habe hier 1/2 k als Konstante, das bleibt erhalten. Ich habe jetzt noch t Quadrat, das ist 1/3 t hoch 3. Und die Grenzen, Obergrenze 4 Sekunden und 0. Vereinfachen 4 Sekunden und k einsetzen. Meter Sekunde hoch 3. Vereinfache ich hier nochmal kurz. 1/2 mal 1/2 ist 1/4 mal 1/3 ist 1/12. Meter Sekunde hoch 3 mal t hoch 3. Obergrenze 4 Sekunden, Untergrenze 0 Sekunden. Auf geht's. Dann habe ich hier also 1/12 Meter Sekunde hoch 3 mal 4 Sekunden hoch 3 minus der ganze Schmodder mal 0.
das wird wegfallen. So. Und dann kurz den Taschenrechner ausrechnen. Ich will jetzt eigentlich nur bestätigen, dass ich hier nichts falsch gemacht habe. 5,33 müssten rauskommen. Ja! 5,33 Meter ist auch das Ergebnis. Also, jetzt haben wir einmal die... Und den Weg, den ich hier ausgerechnet habe, ist natürlich der Weg für nach 4 Sekunden. Das war das Ganze mit Hilfe der Integralrechnung. Also, hier nochmal angucken. Wir haben wieder angefangen. Momentanbeschleunigung nach dv umgestellt, Ansatz für die Beschleunigung eingesetzt, Werte eingesetzt, berechnet. Will ich jetzt auch noch den Weg für 4 Sekunden, brauche ich die allgemeine Formel, integriere dann wieder und setze dann irgendwann eben die Werte für k am Ende ein und erhalte dann den Weg. Ich hätte aber auch ganz normal hier oben die hergeleiteten Formeln nehmen können, zack, zack, und dann an der Stelle reinsetzen, weil ich habe es ja hier auch über die Integralrechnung machen. Also hier wäre auch gegangen, hätte ich jetzt einfach meine Werte eingesetzt. Also für den Weg S0 gleich 0, V0 gleich 0, K 1,5 Meter Sekunde hoch 3, T mit 4 Sekunden und dann wäre ich auch auf die Werte kommen. Und das gleiche auch hier. Die Geschwindigkeit hätte ich auch hier für 4 Sekunden gleich rauskriegen können, wenn ich V0 hier 0 gesetzt hätte, hier T 4 Sekunden, K wieder mit 1,5 m pro Sekunden hoch 3.